tolle Kamera. Ich sehe es. Das ist, glaube ich, unser erstes Interview überhaupt, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Für die, die jetzt die Marktbegleiter nicht gesehen haben. Die was? Für diejenigen, die Marktbegleiter jetzt nicht gesehen haben. Also was ist Marktbegleiter? Marktbegleiter, das wäre zum Beispiel Broker.de. Denen gab es sicher ein Interview. Ja. Sag doch ganz kurz zusammenfassend, wie lief es bisher bei der WESOP? Ja, bisher lief es bei der WESOP, naja, beschweren darf ich mich wahrscheinlich nicht. Einmal den 25. Platz beim 3K PLO gemacht und einmal beim 2500 No Limit gemincashed, whatever. Aber ja, ich habe jetzt erst 13 Turniere oder so gespielt. Also beschweren darf ich mich wahrscheinlich nicht. Zufrieden bin ich natürlich auch nicht. Aber ja, es kommen noch die größeren Events. Also mal schauen. Ja. Du freerollst die Turniere ja auch, oder? Ja, ich bin über Poker Strategy gestaked, ja. Spielt man dann irgendwie leichter oder wenn du alles gestackt bekommst, dann wäre es mir im Prinzip egal, das Ganze ein bisschen sportlicher zu nehmen. Oder musst ja, du dann gut, dich auch verantworten? Ja gut, wir haben natürlich im Vertrag stehen, dass wir A-Game spielen müssen. Und ja, also ich meine, das ist für uns immer noch, je nach Anteil, die wir haben, schon 30% bis 35% Turniere. Und das sind ja alles keine kleinen Turniere, also die meisten Turniere schon. Ja, ich nehme eigentlich alle Turniere sehr ernst. Wenn man mal 1500er, ja, das einzige Szenario, wo man vielleicht varianzreicher spielt, aber nicht unbedingt Minus-EV, sind vielleicht kleinere 1500er Turniere, wenn am nächsten Tag 10k oder so ein größeres Turnier ansteht. Aber sonst Minus-EV werden wir eh nicht spielen. Und ja, das ändert vielleicht bisschen, ja, die Spielart, die man am Tisch hinlegt, aber Minus-EV sind wir eigentlich. Wenn du mir jetzt einen Rat geben würdest, so 1500er Turnier, wie soll ich es anlegen? Wie meinst du mit anlegen? Soll ich jetzt ein Aggressivspiel, soll ich meine Hände warten, soll ich, was wäre ein heißer Tipp? Ach so, ja, es kommt natürlich auf den Tisch an, aber wenn man davon ausgeht, dass die 1500er einfach soft sind, heißt, ja, loose, passive Rookies am Start sind, dann einfach ja, stärkere Hände spielen, wenn der Tisch zulässt, am Late Position halt viele Hände spielen, aber ja, Early Position relative Tight Ranges haben und ja, man, gegen schlechte Spieler kann man halt auch nur teilweise Hände spielen und ja, wenn man eine zu schwache Ranges hat, dann wird man halt immer exploited, dass sie halt viel callen. Also ja, aber diese älteren Herren, die kann man ja relativ schwer ausspielen dann nach dem Flop, oder? Ja genau, deswegen braucht man eine stärkere Handrange. Ja. Du bist ja einer der wenigen, die nicht in einem 27-Stern-Hotel wohnen, sondern bei mir ums Ecke. Wir teilen gerade den gleichen Block sogar, oder so? Ja, genau. Im ja. Extended Stay um die Ecke, ja. So ein Apartment. Ausgebildet. Warum wohnst du nicht wie die anderen im Area oder im Wien, diese ganzen teuren Hütten? Ja, hätte ich auch machen können, aber im Extended Stay, das sind halt 10 Minuten zu Fuß und da ich wirklich jeden Tag hier bin. Und ja, ich meine, im Zimmer ist man halt eh sehr, sehr selten. Deswegen ist es mir relativ egal. Und ja, ich hatte die Wahl zwischen Warm Space und ESH. Kumpel hat mir das empfohlen. Und ja, da ich eh nicht im Zimmer bin, habe ich halt Preis-Leistung vorgezogen anstatt. Das ist sehr vernünftig. Ja, ich hätte auch Palm Space nehmen können. Werde ich nächstes Jahr, glaube ich, auch machen. Aber das sind auch 5 Minuten, oder? Ja, eben. Ja. Du, wie geht's jetzt im Turnier? Ich habe jetzt gerade 15k oder so bei 4,5k Start-Stack nach 2 Levels. Also ist schon ganz in Ordnung. Ja, ich habe halt ein crazy Image an meinem Table, wie eigentlich immer. Habe es dann total reingespielt bekommen zweimal. Ja. Ich habe Tisch voll unter Kontrolle. Ja, läuft eigentlich ganz gut. Passt. Ziel für heute, wie viele Chips? Ja, kann man pauschal nicht so sagen, aber doppelten Average. Ja. Dann tut man sich schon leichter im Tag 2 dann? Mit ja, doppelten Average? Selbst Tag 2 ist beim 1500er wahrscheinlich, sind da noch, keine Ahnung, das sind glaube ich 3000 Starter. Tag 2 sind aber bestimmt immer noch 700. Leute drin, also ist noch ein komplettes Field. Also natürlich ist es wahrscheinlich leichter, wenn man einen größeren Stack hat, aber wie sehr anstrengend ist denn so ein 3-Tage-Turnier spielen? Also es ist schon mental sehr anstrengend, wenn man ständig A-Game spielen will und wirklich total fokussiert ist. Ich
habe mich ehrlich gesagt noch nicht super dran gewöhnt, diese Live-Turniere zu spielen, weil ich habe ja dieses Jahr angefangen, quasi die Live-Strecke zu spielen. Aber ich denke schon ganz gut zurecht. Ja. Du bist jetzt relativ frisch da drin in dieser Live-Szene. Worin siehst du den gravierendsten Unterschied vom Live zum Online-Poker? Online-Turniere spiele ich ja selber kaum, deswegen habe ich da nicht so einen Vergleich mit, aber ja, das Niveau vom Spiel ist halt so unterirdisch live, auch in den High-End-Turnieren. Ja, da ist halt schon live meinst du jetzt? Ja, genau. Ja. Da ist schon noch viel Geld zu machen. Was ich gestern wieder in den 10K-Pilot-Turnieren rumlaufen gesehen habe, ist schon, ja, verwunderlich. Überraschend. Ja. Du, jetzt wirklich letzte Frage, weil dann sollte ich eigentlich fertig sein. Wenn man bei Online-Turnieren, egal welche Hand jetzt, dann spielen also diese jungen Online, diese wilden jungen Onliner dann einen Snap-Call und bei der gleichen Hand brauchen sie im Live-Game 5 Minuten zum Nachdenken. Warum? Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass sie online die Ranges schon von den Gegnern alles auswendig kennen. Das heißt, die Entscheidung ist einfach, die Entscheidung haben sie früher schon zigtausendmal gemacht, dass sie genau wissen, was die beste Entscheidung ist. Live sehen die Ranges aber komplett anders aus. Und das benötigt wahrscheinlich die Zeit. Mathematisch wäre es das Gleiche, oder? Es ist die gleiche Situation, aber meistens sind die Spielertypen, die dort sitzen, komplett anders. Oder man kann sie nicht einschätzen, muss sie re-evaluieren. Deswegen, auch bei der gleichen Situation sehen die Ranges da ganz anders aus. Deswegen schon. Und live gibt es keinen Tracker? Leider nicht. Okay, ich danke dir. Viel Spaß beim Turnier weiter. Ja, danke.